Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Videoreihe Kirchen und Orgeln der Umgebung. Heute befinde ich mich hier in Körba zwischen Herzberg und Dahme gelegen. Und so ein Instrument, wie es hier in Körba steht, so ein Instrument habe ich in unserer Videoreihe praktisch noch gar nicht vorgestellt, so ein Instrument dieser Art. Alles andere waren ja mechanische Orgeln gewesen. Und hierbei handelt es sich um ein pneumatisches Instrument, das im Jahr 1934 von der Firma Alexander Schuke aus Potsdam als Opus 144 hier für die Körber Kirche erbaut worden ist. Und die Orgel ist im Prinzip ein typisches Instrument ihrer Zeit. Verfügt sie noch über pneumatische Taschenladen und auf der anderen Seite sind aber doch auch die Anfänge der Orgelbewegung, also der Zeit, in der man sich den barocken Klang und Bauidealen zurückbesonnen hat, hier auch schon sichtbar, auch insbesondere an der Disposition der Orgel. Man bedenke, dass ein paar Kilometer weiter in Kolpin an der spätromantischen Rühlmann-Orgel die Disposition bloß im Bereich zwischen 16 Fuß und 4 Fuß reicht. So verfügt diese Orgel doch auch wieder über eine Disposition bis hin zur Mixtur. Doch was das klanglich und ja ein Stück weit auch technisch bedeutet, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher ansehen. Werfen wir zunächst einmal wieder einen Blick in das Innere der Orgel. Da kommt man übrigens hinein, nachdem man sich durch diesen kleinen, schmalen Eingang hier ins Innere der Orgel gequetscht hat und man dann hier auf diesem Gangbrett angekommen ist. Und dann offenbaren sich uns wieder eine ganze Reihe von vielen verschiedenen Pfeifensorten und die wollen wir uns jetzt einmal näher ansehen und auch mal betrachten, was eigentlich das Besondere an der Art und Weise der Bauart dieser Orgel ist, nämlich, dass es sich um eine pneumatische Orgel handelt. Während in mechanischen Orgeln in der Regel die Pfeifen in Ganztonschritten nebeneinander stehen, also alle Cs, Ds, Es und so weiter, auf der einen Seite und alle Cis, Dis, F und so weiter, also die, die da dazwischen kommen, dann auf der anderen Seite stehen, man bezeichnet das dort übrigens dann als C- und Cis-Seite, so stehen die Pfeifen hier in den pneumatischen Orgeln in der Regel chromatisch nebeneinander. Das bedeutet, in Halbtonschritten, so wie es auch auf der Klaviatur zu finden ist. Und so ist das auch hier der Fall. So sehen wir hier die Pfeifen des ersten Manuals. Ganz unten hier übrigens die dreifache Mixtur, die nebenbei gesagt übrigens kaum repetiert, auch wenn das hier vielleicht das ein oder andere Mal so aussieht, als würde da was repetieren, aber es handelt sich dabei um verschiedene Pfeifenbauarten, die, bei denen die Labien alle unterschiedlich hoch sind, deswegen wirkt das so, als würde hier was repetieren, aber da sind einfach nur die Pfeifenfüße etwas länger. Ansonsten repetiert diese Mixtur wirklich kaum. Des Weiteren ist übrigens auch älteres Pfeifenwerk in dieser Orgel noch verbaut, an der ein oder anderen Stelle. Das manche ist auch noch in Zink sogar ausgeführt hier hinten. Ja, und so sehen wir hier also das Pfeifenwerk des ersten Manuals. Und hier finden wir dann daneben, nicht wie das in mechanischen Orgeln üblich ist, dass die einzelnen Manuale hintereinander oder wenn es als Oberwerk gebaut ist, dann übereinander gebaut ist. So steht das zweite Manual hier schlichtweg daneben, neben dem ersten Manual, also auf der anderen Seite. Und da kann man sich mal ansehen, was das hier für fette Töpfe sind. Das ist hier das Nachthorn vom zweiten Manual. Das sind richtig, richtig fette Töpfe, diese Pfeifen. Ja, und so befindet sich hier dann also das zweite Manual. Und hier, das bekomme ich jetzt wahrscheinlich bei diesen schwachen Lichtverhältnissen kaum drauf. Ganz hinten dann noch der Subbass als Pedalregister. Und so sieht das Ganze dann also vom Spieltisch aus betrachtet aus. Die Orgel ist übrigens im Manual bis G3 und im Pedal bis F1 ausgebaut und dürfte damit wahrscheinlich weit und breit hier das Instrument mit dem größten Tonumfang sein. Also wer will, ja, man kann hier auch große Franzosen drauf spielen. Wer das mal machen will, der kann gerne kommen. Und ja, werfen wir einmal einen Blick auf die Registerauswahl. Das wäre im ersten Manual zunächst ein Prinzipal 8 Fuß. Ich nehme jetzt im Pedal mal noch den Subbass die ganze Zeit mit dazu. Musik.
Man merkt, die Pneumatik funktioniert hier sehr, sehr gut. Die Orgel wurde nämlich vor einigen Jahren erst von der Erbauerfirma renoviert. Das bedeutet, ja, die Pneumatik ist noch relativ gut in Schuss. Natürlich, es ist jetzt wieder Sommer, da offenbaren sich dann auch einige typische pneumatische Macken und Mängel, wie dass mal die ein oder andere Koppel vielleicht nicht bei jedem Ton funktioniert oder die Koppel mal durchschlägt oder ein Ton hängen bleibt oder ein Ton mal gar nicht kommt oder was so pneumatisch typisch ist, dass man einen Ton drückt und der macht nur so Beep und dann ist er wieder weg. Vielleicht wird das jetzt im Laufe der Registervorstellung auch mal das ein oder andere Mal auftreten, dass der ein oder andere Ton dabei nicht kommt. Aber größtenteils funktioniert die Pneumatik noch fehlerfrei, sodass man hier doch auch noch sehr gut spielen kann. Zu diesem Prinzipal 8 Fuß gesellt sich auf 8 Fuß Ebene im ersten Manual noch ein Salitional dazu. Und dieses Salitional ist eigentlich viel zu leise, um es mit irgendetwas anderem dieser Orgel noch zusammen zu verwenden. Vielleicht höchstens mit der Flöte im zweiten Manual noch. Ansonsten kann man es eigentlich nur solistisch verwenden. Fast eine Verwendung mit dem Subbass zusammen im Pedal ist schon nicht möglich, weil der Subbass dann schon zu kräftig ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass dieses Salitional dafür gebaut worden ist, um zum Beispiel bei Trauungen, bei der Ringübergabe und bei ähnlichen Situationen eine leise musikalische Untermalung darbieten zu können. So wie es ja heute unter anderem auch noch üblich ist, während der Abendmahlsausteilung eine kleine musikalische Untermalung dabei darzubieten. Und dazu lässt es sich auch ganz gut verwenden. Und da hören wir uns dieses Salitional mal solistisch an. Ich habe das jetzt mal demonstriert und den Subbass im Laufe der Vorstellung nochmal mit dazugenommen. Und da hat man schon gemerkt, dass der Subbass das Salitional eigentlich ziemlich wegbläst, weil er eben auch dafür gebaut ist, die ganze Orgel nachher noch im Tutti zu tragen und dieses Salitional alleine dafür einfach viel zu schwach ist. Neben Prinzipal und Salitional im 8-Fuß-Bereich haben wir dann als nächstes ein Gemshorn 4-Fuß, das, ja, Gemshorn typisch klingt. Und mit Prinzipal zusammen kann man damit auch durchaus schon eine Gemeinde begleiten. Zum Schluss gesellt sich im ersten Manual dann noch die dreifache Mixtur dazu, die wir vorhin drin nochmal angesehen haben. Und jetzt hören wir mal das erste Manual sozusagen mit allen 4 Registern zusammen. Thank you.
Im zweiten Manual haben wir als einzigen 8 Fuß eine Flöte 8 Fuß, die innen drin, wie wir das vorhin gesehen haben, als Gedakt gebaut ist. Diese Flöte kann man gegebenenfalls noch mit dem Salicional 8 vom ersten Manual kombinieren und damit noch ein bisschen Farbe hineinbringen. Der Prinzipalchor im zweiten Manual, wenn man das Prinzipalchor nennen will, beginnt damit dann bei Prinzipal 4 Fuß, der jetzt, ja, Pneumatik. Jetzt ist er da. Und auf 4 Fuß Ebene im zweiten Manual haben wir dann noch ein Nachthorn 4 Fuß. Das sind also diese dicken Töpfe, die wir vorhin im zweiten Manual, was auf der anderen Seite der Orgel stand, gesehen haben. Als vorletztes haben wir dann im zweiten Manual noch eine Quinte 2/2 Drittel und zusammen mit Flöte 8 Fuß und Nachthorn 4 Fuß kann man so eine Art Nasatzug sozusagen hier nachbilden. Als letztes verfügt das zweite Manual noch über eine Blockflöte 2 Fuß, sodass wir dann jetzt beim vollen zweiten Manual angekommen sind. Jetzt haben wir nun mal auch zwei Manuale bei der Orgel und da liegt der Gedanke nahe, dass man vielleicht auch triomäßig spielen will. Und das gestaltet sich bei der Disposition gar nicht so einfach. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel im ersten Manual ausschließlich mit Prinzipal 8 Fuß zu spielen und im zweiten Manual mit der Flöte 8 Fuß. Und so kann man doch zumindest eine Melodie ein bisschen hervorheben. Thank you.
Eine weitere Möglichkeit des triomäßigen Orgelspiels wäre die, auf dem zweiten Manual gänzlich aufzuregistrieren und im ersten Manual den Prinzipal 8 Fuß sozusagen als Begleitstimme einzusetzen. Hören wir zum Schluss noch auf verschiedene Klangformen und Registerkombinationen, die diese Orgel zu bieten hat, und zwischendurch natürlich auch mal zum vollen Werk aufregistriert.